Von den ersten Tagen des französischen Kolonialkrieges in Indochina bis zu den jüngsten Veränderungen im Politbüro von Hanoi hat Peter Scholl-Latour die Ereignisse an Ort und Stelle miterlebt. In einer vierteiligen Dokumentationsserie schildert er die kriegerischen Ereignisse in Vietnam, deren Wirkung weit nach Amerika und Europa ausgestrahlt hat. Inhalt des heutigen ersten Teils ist der französische Indochina-Krieg. Rambo schießt sich im Dschungel den Weg frei und befreit gefangene US-Soldaten, die sich immer noch in den Klauen teuflischer Nordvietnamesen befinden. Mehr als 12 Jahre sind seit dem Ende des Vietnamkrieges vergangen, aber die Weltmacht Amerika hat das Trauma der Niederlage noch nicht überwunden. Superman Rambo muss herhalten, um die bittere Demütigung durch Tarzan-ähnliche imaginäre Kraftakte auszugleichen. Größter Kinoerfolg dieses Jahres in den USA war ein anderer Vietnamfilm, Platoon. Hier spricht die Stimme des amerikanischen Kollektivgewissens. Morgen, los jetzt! Teilen wir uns raus hier! Einige Szenen von Platoon erinnern an das Massaker von My Lai, wo ein Zug von GIs wehrlose Zivilisten massakrierte. Du lügst! Hey, du lügst! Du bist ein Vietcong! Platoon, das ist eine andere Form amerikanischer Vergangenheitsbewältigung. In Indochina nichts Neues, hätte der Titel heißen können. Die vietnamesische Revolution wird nicht müde, ihre Siege zu feiern. Vor einer Dekade wurden Nord- und Südvietnam nach 30-jährigem Unabhängigkeitskampf wiedervereinigt. 10 Jahre hat es gedauert, bis die Kolonialmacht Frankreich in der vernichtenden Dschungelschlacht von Dien Bien Phu 1954 besiegt wurde. Der Vater der vietnamesischen Revolution, Ho Chi Minh, hatte seinen Landsleuten den Weg zum Kommunismus gewiesen. In einer zweiten Runde gegen die Amerikaner, die von 1965 bis 1975 dauerte, erlitt die Supermacht USA in Südvietnam die erste Niederlage seit ihrer Gründung. Der vietnamesische Zwerg widerstand erfolgreich dem amerikanischen Giganten. Diese dramatischen Ereignisse in Fernost fanden ungeahnten Widerhall bei der aufgewühlten, protestierenden Jugend Amerikas und Westeuropas. Seitdem ist das wiedervereinigte Vietnam nicht zur Ruhe gekommen. Die Volksrepublik China lastet mit ihrem ungeheuren Gewicht auf der Nordgrenze ihres einstigen Vasallen im Süden. In Kambodscha wird ein Stellvertreterkrieg geführt und Vietnam steht vermutlich in seiner unerbittlichsten Existenzprobe. Ho Chi Minh ruht in einem monumentalen Mausoleum. Der Revolutionär Vietnams ist zum Gott erstarrt. Der Sieg schmeckt bitter. Manche werden fragen, warum wir jetzt ohne zwingenden aktuellen Anlass eine so umfangreiche Sendung über die verschiedenen Kriege in Indochina ausstrahlen. Aber wir haben eben gesehen, dass der amerikanische Vietnamkrieg im Unterbewusstsein der USA fortwirkt. Und an Ort und Stelle ist zwischen Vietnam und China ein Abnutzungskrieg in Gang gekommen und dauert fort. Es ist immerhin auch ein seltsames Phänomen, dass ein Land, das die Deutschen vor 50 Jahren nicht einmal dem Namen nachkannte, solche Auswirkungen auf die Weltpolitik gehabt hat.
Blicken wir doch nur auf den französischen Krieg in Indochina, mit dem wir heute beginnen. Der französische Indochina-Krieg ging nahtlos über in den Algerienkrieg, in den Sturz der Vierten Republik, in die Machtergreifung de Gaulles, der heute noch Frankreich überschattet. Und dann die USA. Die USA haben zum ersten Mal in Vietnam die Ohnmacht der Supermacht begriffen gegenüber einem als drittrangig eingestuften Staat. Und der Vietnamkrieg ist gewissermaßen zur Referenz geworden für die heutigen Partisanenkriege in aller Welt, ob es dann Afghanistan, El Salvador oder Angola ist, zu Recht oder zu Unrecht übrigens. Denken wir an die Bundesrepublik, die sogar die Konsequenzen des Vietnamkrieges gespürt hat. Bei uns liefen die jungen Leute durch die Straße und schrien Ho, Ho, Ho Chi Minh. Und damals gab es eine plötzliche Schwenkung der öffentlichen Meinung oder eines Teiles der öffentlichen Meinung von der kniefälligen Verehrung der USA hin zur anti-amerikanischen Hysterie. Was nun den letzten Krieg in Indochina betrifft, den Krieg zwischen Vietnam und China, so wird er heute an der Nordgrenze von Tonkin ausgetragen, aber er setzt sich in Kambodscha fort. Und dort führen die Partisanen der Roten Khmer gegen die vietnamesische Besatzungsarmee einen Stellvertreterkrieg, hinter dem sich die beiden großen kommunistischen Mächte, Moskau und Peking, profilieren. Heute werden wir die Präsenz Frankreichs in Indochina und den Verlust Indochinas durch Frankreich analysieren. Am liebsten würde ich darüber den Titel setzen, Gloire et misère de la France en Indochine. Glorie und Elend dieses letzten großen Kolonialabenteuers Frankreichs in Fernost. Und von Anfang an bin ich dabei gewesen und will nicht verschweigen, dass mich dieses Erlebnis zutiefst gezeichnet hat. Der alte Kaiserpalast in Hue in Zentralvietnam verdeutlicht, wie stark das vietnamesische Volk vor der französischen Kolonisation durch China beeinflusst war. Die Struktur dieser weiten Herrschaftsanlage erinnert an die verbotene Stadt in Peking. Die Vietnamesen hatten vom Reich der Mitte das Beamtensystem der Mandarine übernommen, den Konfuzianismus als staatstragende Sittenlehre, die Schrift, die Familiennamen, fast alle Facetten einer uralten Zivilisation. Der Kaiser von Annam, wie das Land damals benannt wurde, war ein Vasall des Kaisers von China. Dass das vietnamesische Volk durch diesen übermächtigen Nachbarn nicht total unterworfen und assimiliert wurde, kam einem Wunder gleich. Seit mehr als 1000 Jahren bewährt sich in den nördlichen Provinzen von Tonkin die unglaubliche Widerstandskraft des kleinen vietnamesischen Volkes. Annam, wie der Satellitenstaat jahrhundertelang hieß, bedeutet befriedeter Süden. Die Selbstständigkeit dieses kleinen Fürstentums war stets prekär. Diese Bilder wurden unlängst in der katholischen Kathedrale von Hanoi gedreht. Auch sie sind symbolisch für den Beharrungswillen der vietnamesischen Bevölkerung. Warum wurden im 18. und 19. Jahrhundert die europäischen, meist französischen Missionare und Bischöfe so bereitwillig am Hof von Annam aufgenommen? Dieser christlich-europäische Einfluss sollte ein Gegengewicht bilden zur erdrückenden Herrschaft des konfuzianischen China. Die ersten Protektoratsgespräche mit dem französischen Staat, die Bekehrung zahlreicher Vietnamesen zum Katholizismus entsprachen nicht der kolonialen Unterwürfigkeit landesverräterischer Eliten, sondern dem weit verbreiteten Willen, das vietnamesische Volk vor der totalen Annexion durch China zu bewahren. Die Katholiken von Hanoi, die von den heutigen Machthabern im Zeichen des gottverneinenden Marxismus bedrängt werden, verkörpern auf ihre Weise eine selbstbewusste nationale Tradition. Erste Filmaufnahmen aus der Zeit des französischen Kolonialismus. Indochina wurde zur sogenannten Perle des Empire colonial français.
Der Kaiser von Annam wurde nicht länger mehr von wohlwollenden Protektoren geschützt. Er wurde zur Marionette der französischen Fremdherrschaft degradiert. Bei jedem Zeichen des Aufbegehrens wurde er entthront und durch einen gefügigeren Nachfolger ersetzt. Die Franzosen suchten das ferne Indochina in ein Spiegelbild der eigenen Zivilisation zu verwandeln. Die Rue Catinat in Saigon, die eleganten Geschäftsstraßen von Hanoi wetteiferten mit den Auslagen der großen Boulevards von Paris. Die Oper von Hanoi glich in erstaunlicher Weise dem Musentempel des Charles Garnier in der Seine-Metropole. Die französischen Generalgouverneure, die in prächtigen Palästen in Hanoi residierten, verfolgten das ehrgeizige Ziel, ganz Südchina dem französischen Einfluss zu unterwerfen. Das vietnamesische Volk, die Annamiten, wie man sie damals nannte, waren die Leidtragenden dieses gewaltigen Ausbeutungsprojekts. Die Kautschukplantagen, vor allem aber die Kohlengruben von Hongkai in der Nähe der chinesischen Grenze, warfen gewaltige Profite ab. Die Kulis, oft Frauen, die zum Teil zwangsrekrutiert waren, mussten sich mit einem Hungerlohn zufrieden geben. In der klassenkämpferischen Darstellung von heute werden die ersten nationalistischen Aufstände der 30er Jahre im Raum von Yenbei malerisch verklärt. Sie wurden von der Kolonialtruppe und der Fremdenlegion erbarmungslos niedergeschlagen. Gleichzeitig jedoch fanden zahlreiche junge Vietnamesen den Weg ins französische Mutterland. In den Hörsälen der Sorbonne gerieten sie in den Sog der Civilisation Française. Aber sie nahmen auch im Geschichtsunterricht die Botschaft der französischen Revolution und der Menschenrechte auf. In Frankreich waren sie gleichberechtigt und wohlgelitten, diese annamitischen Studenten. In die Heimat zurückgekehrt, mussten sie sich mit drittrangigen Stellungen abfinden und den Demütigungen bornierter Kolonialbeamter unterwerfen. 1940 wurde zum Schicksalsjahr des französischen Imperialismus in Fernost. Die Japaner landeten im nördlichen Tonkin. Sie zwangen dem französischen Generalgouverneur ihre Truppenpräsenz auf, nachdem das Regime von Vichy vor der deutschen Wehrmacht in Europa kapituliert hatte. Noch bevor es zum offenen Konflikt zwischen Japan und Amerika kam, hatte die Armee des Tenno alle strategischen Stellungen Indochinas in ihrer Hand. Japan tolerierte jedoch das Fortbestehen einer französischen Kolonialverwaltung, die sich aus Opportunismus zum Regime des Marschall Pétain bekannte. Diese Kollaboration zwischen Franzosen und Japanern in Fernost führte zu unerwarteten Konsequenzen. Die Zwangsarbeit wurde für die Vietnamesen abgeschafft. Junge annamitische Kadergruppen wurden auf den Marschall Pétain eingeschworen und paramilitärisch ausgebildet. Der Kaiser von Annam, Bao Dai, gewann an Statur und Gewicht. Unterdessen regte sich jedoch der bewaffnete Widerstand. In den nördlichsten Grenzgebieten Indochinas formierten sich Partisanentrupps, die sowohl gegen die Japaner wie gegen die französischen Kolonialherren Überfälle organisierten. An ihrer Spitze stand ein bislang unbekannter kommunistischer Berufsrevolutionär, der sich den Namen Ho Chi Minh zugelegt hatte. Den französischen Polizeidiensten war dieser Mann nicht ganz unbekannt. Ho Chi Minh, damals noch Fotoretuscheur unter dem Namen Ai Nguyen Quoc, hatte 1920 an der Gründung der Kommunistischen Partei Frankreichs in Tours teilgenommen, später am Großen Asiatischen Völkerkongress im sowjetischen Baku. Diesem vietnamesischen Kommunisten Ho Chi Minh und seiner nationalen Sammlungsbewegung Viet Minh kam zugute, dass Präsident Roosevelt ein deklarierter Feind der französischen Kolonialpräsenz in Fernost war. Zwischen Roosevelt und de Gaulle herrschte ohnehin eisige Ablehnung. Im März 1945 schlugen die Japaner zu. Sie hatten die Überzeugung gewonnen, dass die französischen Garnisonen in Indochina mit den Alliierten und den ersten Emissären de Gaulles konspirierten. Nur einer versprengten französischen Kolonialtruppe unter General Alessandri gelang es, dem Massaker und der Internierung zu entweichen.
Sie erreichte unter hohen Verlusten die Grenze Chinas. Ein erstaunliches Foto aus dem Frühjahr 1945. Der amerikanische Geheimdienst OSS sympathisierte damals mit der nationalistischen Bewegung des Kommunisten Ho Chi Minh. Hier sieht man den Verantwortlichen des OSS in Südchina, Major Patti, in Begleitung Ho Chi Minhs. Am 2. September 1945 kapitulierte das Reich der aufgehenden Sonne. Bevor die Japaner jedoch ihre Flagge über Südostasien endgültig einholten, hatten sie allen Restansprüchen des europäischen Kolonialismus den Todesstoß versetzt. In Vietnam hatten die Japaner den Kaiser Bao Dai zum Staatschef eines von Frankreich unabhängigen Vietnam proklamiert. Der Ex-Kaiser äußert sich dazu. Il parlait parfaitement français, car sa femme était française. Nous avons posé le pour et le contre. Qu'est-ce que vous voulez, c'était dans l'indépendance? Comment fallait-il la prendre? Les ministres m'ont dit que Votre Majesté ne peut pas refuser cette indépendance. Car l'indépendance depuis un siècle était un mot tabou pour nous. Die wirklichen Unabhängigkeitsfeiern nach der japanischen Kapitulation fanden in Hanoi statt, wo Ho Chi Minh das Heft an sich riss, seine bürgerlichen und feudalen Gegner systematisch ausmerzte und sich von der begeisterten Menge als Befreier Vietnams zujubeln ließ. Bao Dai musste sich von nun an mit der Rolle eines Ratgebers Ho Chi Minhs zufrieden geben. Rollenwechsel im Weißen Haus. Roosevelt war vor Kriegsende gestorben und Präsident Truman teilte nicht die prosowjetische Leichtgläubigkeit seines Vorgängers. Das eben zur Unabhängigkeit erwachte Vietnam war aufs Äußerste bedroht. Die Alliierten waren übereingekommen, dass die chinesischen Truppen Marschall Chiang Kai-sheks die ehemals französische Kolonie bis zum 16. Breitengrad besetzen würden. Der Einmarsch der Chinesen löste bei den Vietnamesen uralte Ängste aus. Südlich des 16. Breitengrades nahmen die Engländer unter General Gracie die japanische Kapitulation und die Säbel der Samurai entgegen. Dank der Fürsprache Winston Churchills landeten auch erste Einheiten eines französischen Expeditionskorps. In strömendem Regen kam im Herbst 1945 General Leclerc in Saigon an. Die weiße Bevölkerung von Saigon träumte bereits wieder von alter Kolonialherrlichkeit. In den Reisfeldern des Mekong-Deltas kam es zu ersten Kämpfen. Leclerc, einer der engsten Vertrauten de Gaulles, schickte sich mit seinem in Eile zusammengetrommelten Expeditionskorps an, die aufständischen Nationalisten und Kommunisten im südlichen Cochinchina niederzuwerfen. Unter den vietnamesischen Partisanen, die dem Vordringen der französischen Einheiten einen relativ schwachen Widerstand entgegensetzten, befanden sich neben den Kommunisten des Viet Minh vor allem auch religiöse Gruppierungen, die mit den Japanern aufs Engste kollaboriert hatten. Dazu zählte die seltsame Mischsekte Cao Dai, die sowohl Buddha und Christus als auch Konfuzius und den französischen Dichter Victor Hugo verehrte. Dazu kam auch die buddhistische Kriegersekte der Hoa Hao, die ebenso antifranzösisch wie antikommunistisch war. Beide Tendenzen sollten sich am Ende mit den Franzosen aussöhnen. In der allerersten Phase des Indochina-Krieges im Winter 1945-46 bin ich mit den französischen Streitkräften in Saigon an Land gegangen. Und wir sind dann in kleinen Gruppen ausgeschwärmt im Mekong-Delta, im Süden von Vietnam, und haben nach Partisanen gesucht und haben auch die verschiedensten Gruppen davon gefunden. Es war eine zutiefst verworrene Situation. Paris wusste niemand genau, was sich in Indochina ereignete. Es waren französische Offiziere mit dem Fallschirm abgesetzt worden und glaubten, sie würden von der Bevölkerung als Befreier empfangen werden. Und stattdessen wurden sie, wenn ihnen nichts Schlimmeres passierte, in Bambuskäfige eingesperrt und mit faulen Eiern beworfen. Was mich damals frappierte, das war die Präsenz von roten Fahnen bei den Partisanen mit dem gelben Stern. Und ich spürte
zu dem Zeitpunkt, dass die kommunistische Revolution auf den asiatischen Kontinent und auch auf Südostasien übergriff. Ein gewaltiges historisches Phänomen. Aber blicken wir jetzt auf den 16. Breitengrad, die Trennungslinie, die bei der japanischen Kapitulation festgelegt worden war. Und nördlich davon waren die Chinesen. Und das war ein Albtraum für Ho Chi Minh, für den Kommunisten und für den Patrioten Ho Chi Minh. Nämlich diese Chinesen waren die Soldaten Chiang Kai-sheks, Gegner des Kommunismus, die ihre Verbündeten hatten beim vietnamesischen Vietnam Quoc Dan Dang. Und auf der anderen Seite waren die Chinesen für jeden Vietnamesen der Erbfeind von jeher, die drohende, erdrückende Macht im Norden. Ho Chi Minh hat im Grunde die richtige Analyse getroffen, als er dann die Franzosen nach Nordvietnam kommen ließ. Er hatte erkannt, dass die französische Präsenz wahrscheinlich nur eine Episode sein würde, während die Chinesen auf Dauer bleiben können. Und so sind wir dann am 9. März 1946 vor der Hafenstadt Haiphong aufgetaucht und wurden dort kurz beschossen durch Batterien, an die die Chinesen, weil sie die Kanonen nicht selbst bedienen konnten, gefangene Japaner gesetzt hatten. Und in jenem Moment habe ich wohl begriffen, dass dieser verspätete Kolonialkrieg einmündete in einen Konflikt von gewaltiger asiatischer Dimension. Ein Konflikt, dem Frankreich nicht gewachsen war. Der Ausgang des französischen Indochina-Krieges hat sich im Norden entschieden. Am 9. März 1946 erschien die französische Flotte in der bizarren Felslandschaft der Bucht von Halong. Ho Chi Minh und die Chinesen Chiang Kai-sheks hatten der Landung des französischen Expeditionskurs im äußersten Norden Indochinas formal zugestimmt. Die Bucht von Halong leitet bereits zur südchinesischen Küste über. Von nun an würde der Indochina-Krieg im Schatten der großen Umwälzung stehen, die sich unter dem roten Banner Mao Zedongs im Reich der Mitte vollzog. Die erste Phase der Besetzung Tonkins, insbesondere der Hauptstadt Hanoi, vollzog sich ohne nennenswerte Zwischenfälle. Auch hier umjubelten die Kolonialfranzosen die Soldaten des General Leclerc als Befreier und Garanten der alten Ordnung. Aber in politischer Hinsicht war nichts geklärt. General Leclerc vertrat eine relativ liberale Linie gegenüber den Forderungen Ho Chi Minhs, einen eigenen vietnamesischen Staat im lockeren Verbund mit Frankreich zu bilden. Die Soldaten des Viet Minh verstärkten ihre Position in Hanoi neben der eben gelandeten französischen Kolonialarmee. Doch diese Zusammenarbeit war nicht nach dem Geschmack des neu ernannten Generalgouverneurs für Indochina, Thierry d'Argentlieu, der vor dem Krieg Abt des Karmeliterordens gewesen war und die Mentalität eines Tempelritters bewahrt hatte. Im Sommer 1946 war Ho Chi Minh nach Frankreich gereist, um mit dem damaligen Ministerpräsidenten Georges Bidault über den Status Vietnams in der sogenannten Französischen Union, eine Art Commonwealth-Kopie, zu verhandeln. Die Franzosen hatten ihre kolonialen Chimären noch nicht aufgegeben. Sie fürchteten um den Bestand ihrer Besitzungen in Afrika. Der Christdemokrat Bidault misstraute zutiefst dem Kommunisten Ho Chi Minh, der durch die Schule des Komintern gegangen war. Melancholisch und erfolglos reiste Ho Chi Minh in Richtung Marseille wieder ab. Im Dezember 1946 kam es zur offenen Schlacht. Nach einer Serie von blutigen Zwischenfällen legte die französische Schiffsartillerie das Hafenviertel von Haiphong in Schutt und Asche. Mehrere Wochen dauerte der erbitterte Kampf um den Besitz der Hauptstadt Hanoi. Der Viet Minh zog den Kürzeren.
Das Delta des Roten Flusses und ein paar befestigte Ortschaften längs der chinesischen Grenze waren von nun an fest in französischer Hand. Die Partisanenverbände Ho Chi Minhs, Viet Minh genannt, zogen sich in eine unzugängliche Gebirgsgegend westlich von Hanoi in das sogenannte Viet Bac zurück. Dort installierte Ho Chi Minh sein Hauptquartier und die Propagandazentrale für seine kommunistische Arbeiterpartei. Dort wurden in Behelfsateliers die ersten Waffen geschmiedet. Alle Versuche der Franzosen, Ho Chi Minh durch Überraschungsaktionen von Fallschirmjägern in diesem Schlupfwinkel zu übertölpen, schlugen fehl. Ho Chi Minh gewann im Viet Bac internationale Statur. Die französische Indochina-Politik drehte sich im Kreise. Der neue und alte Kandidat auf die höchste Staatsautorität im Schatten des verlängerten französischen Protektorats war jener Kaiser Bao Dai, der kurzfristig von den Japanern zum unabhängigen Staatschef proklamiert worden war. Bao Dai verhandelte lange in seinem Exil von Hongkong und ging nur widerwillig und skeptisch auf die begrenzte Rolle ein, die die Franzosen ihm anboten. Die entscheidende asiatische Wende hatte sich unterdessen im Norden vollzogen. Am 1. Oktober 1949 hatte Mao Zedong in Peking nach einer Serie von Siegen über die Kuomintang-Armee Marschall Chiang Kai-sheks die Volksrepublik China ausgerufen. Der Osten war rot. Es dauerte nicht lange, da tauchten die Divisionen Mao Zedongs auch in den chinesischen Südprovinzen Guangxi und Yunnan auf. Die vietnamesischen Kommunisten verfügten nun über ein gewaltiges, verbündetes Hinterland. In den Lagern von Guangxi wurden die Freischärler Ho Chi Minhs zu regulären Soldaten ausgebildet und mit modernem Material ausgerüstet. Im Frühjahr 1951 war es soweit. Die französischen Stützpunkte längs der chinesischen Grenze wurden vom Viet Minh umzingelt und mussten fluchtartig geräumt werden. Die französische Armee erlitt ihre schwerste Niederlage im Raum von Cao Bang und Lang Son. Won Yen-jiap, ein ehemaliger Geschichtslehrer, profilierte sich nunmehr als genialer Stratege der vietnamesischen Revolutionsarmee. Dieser vietnamesische Napoleon sollte Weltgeschichte machen. Er wurde den Franzosen und später den Amerikanern zum Verhängnis. Die Regierung in Paris begann, um die Existenz ihres Expeditionskurs in Indochina zu bangen. Die Kampfmoral der Truppe ließ nach. Das Gesetz des Handels war in der entscheidenden Nordregion von Tonkin in die Hand des Viet Minh übergegangen. In dieser Stunde der Not entsandte Frankreich seinen prestigereichsten Armeeführer, General Delattre de Tassigny, nach Hanoi. Delattre hatte sich im Zweiten Weltkrieg als Kommandant der 1. französischen Armee einen Namen gemacht. Es gelang ihm, die entmutigten Truppen noch einmal aufzurichten. Als die neu strukturierten Divisionen General Japs zum Sturm auf das Delta des Roten Flusses westlich von Hanoi bei Vinh Yen antraten, waren die Franzosen zur Abwehr bereit. Sie verfügten immer noch über die überlegene Feuerkraft und sie besaßen Flugzeuge. Aber das Herz der geprüften Bevölkerung konnten die Franzosen nicht gewinnen. In den Flüchtlingskolonnen, die im umkämpften Delta von Dorf zu Dorf irrten, bewegten sich Soldaten und Kommissare des Viet Minh wie der Fisch im Wasser. Im Sommer 1950 war der Koreakrieg ausgebrochen. Präsident Truman empfing General Delattre de Tassigny in Washington, die Amerikaner in Korea, die Franzosen in Indochina wurden Verbündete. Sie hielten vergleichbare, unverzichtbare Expositionen am Rand des riesigen roten Imperiums Mao Zedongs.
Amerika lieferte von nun an die Waffen und Flugzeuge für das französische Expeditionskorps. Es bezahlte in harten Dollars 50% des französischen Fernostkriegs. Bei dem damaligen miserablen Franc-Kurs war das für die schnelllebigen Regierungen der Vierten Republik in Paris ein gutes Geschäft. Kein Wunder, dass dieser Krieg im Mutterland unpopulär wurde. Natürlich standen die Kommunisten mit Generalsekretär Maurice Thorez an der Spitze des Protestes. Sie sprachen vom schmutzigen Krieg, La Sale Guerre. Das Expeditionskorps im Delta des Roten Flusses hatte sich hinter einer Art Maginot-Linie aus Beton verschanzt. Die Partisanen des Viet Minh versuchten, mit handwerklichen, aber tödlichen Mitteln den Franzosen immer neue Fallen zu stellen. Die vergifteten Bambusspitzen waren besonders gefürchtet. Die roten Kommissare verstanden es meisterhaft, die Komplizenschaft der Bauern zu nutzen und sich dem Zugriff der Franzosen zu entziehen. Sie überlebten in unterirdischen Tunnelsystemen. If Indochina goes, General Eisenhower, der im Herbst 1952 zum Präsidenten der USA gewählt worden war, sprach zum ersten Mal von der Domino-Theorie, von der Gefahr, dass die pro-westlichen Staaten Südostasiens Stück für Stück unter kommunistischen Einfluss geraten könnten. Seine Hauptanstrengung war jedoch auf die Beendigung des Koreakrieges gerichtet. So you see, somewhere along the line, this must be blocked. Must be blocked now. And that's what the French are doing. So when the United States votes $400 million to help that war, we're not voting for a giveaway program. We're voting for the cheapest way that we can prevent the occurrence of something that would be of the most terrible significance to the United States of America, our security. Ab 1953, mit Ende des Koreakrieges, waren die Franzosen wieder allein in ihrem aussichtslosen, in ihrem vermessenen Krieg. Die militärische Lage in den Jahren 51 bis 53 wollen wir in einem kurzen Briefing skizzieren. Die Franzosen hatten ihre Stellungen an der chinesischen Grenze räumen müssen unter schweren Verlusten. Und sie konzentrierten sich jetzt auf das Delta des Roten Flusses. Das war das eigentliche Zentrum des Kampfes der Franzosen. Im annamitischen Küstengebiet hielten die Franzosen einige Städte, unter anderem Hue und Da Nang. Und ganz im Süden kontrollierten sie das Mekong-Delta und Saigon. Und in jenem südlichsten Teil, in Cochinchina, hat zur Zeit der Franzosen, dank der Sekten übrigens, die damals mit den Franzosen kooperierten, eine größere Ruhe und Friedfertigkeit geherrscht als jemand zur Zeit des amerikanischen Krieges. Daneben kontrollierten die Franzosen auch noch Kambodscha und Laos, die beiden Königreiche, die zu Indochina gehörten. Und wir sollten uns jetzt ein bisschen die Zahlenverhältnisse einprägen. Die Amerikaner sollten später in ihrem Krieg allein in Südvietnam mit mehr als 500.000 amerikanischer GIs präsent sein. Die Armee der Französischen Union, so hieß sie damals, umfasste für ganz Indochina nur 160.000 Mann. Davon waren 60.000 Mutterlandsfranzosen, nur Freiwillige. Dazu kamen 20.000 deutsche Fremdenlegionäre. Und der Rest, das waren Algerier, Marokkaner und Schwarze aus den afrikanischen Kolonien Frankreichs. Es war also ein sehr ungleicher Kampf gewesen. Und die Franzosen erlitten dauernd Verluste, ohne wirklich den Viet Minh, den Gegner, packen zu können. Sie rieben sich auf im Reisfeld und versuchten nun, eine Entscheidungsschlacht zu erzwingen, um dem Viet Minh das Rückgrat zu brechen, um Cassé du Viet, wie man damals sagte, und man suchte sich dafür die Festung Dien Bien Phu aus, die schon im Grenzgebiet von Laos lag. Am 20. November 1953 sprangen französische Fallschirmjäger über der Talmulde von Dien Bien Phu ab und besetzten diese strategische Schlüsselstellung im Handstreich. Das Oberkommando ging davon aus, dass die Divisionen des Viet Minh niemals in der Lage wären, diese ferngelegene Dschungelfestung am Rande von Laos zu überrennen. Der Viet Minh sollte sich dort ausbluten. Das war das Ziel dieser Operation.
Diese Rechnung war ohne die Entschlossenheit Ho Chi Minhs und die Kriegskunst General Jiaps gemacht. Das Politbüro der Kommunistischen Arbeiterpartei beschloss, sämtliche verfügbaren Divisionen nach Dien Bien Phu zu verlagern. Es begann eine wohl einmalige militärische Vorbereitung. In endlosen Ameisenzügen transportierten vietnamesische Trägerkolonnen und Soldaten Waffen und Lebensmittel in den Umkreis der französischen Festung Dien Bien Phu. Die legendären Fahrräder, die auf den Gebirgspfaden benutzt wurden, transportierten oft 200 Kilo Gewicht. Vor allem gelang es den Vietnamesen unter ungeheuren Mühen, Artillerie auf jene Höhen zu schaffen, die die Mulde von Dien Bien Phu beherrschten. Damit hatten die Franzosen in ihrem Überlegenheitswahn nicht gerechnet. Die Schlacht von Dien Bien Phu begann am 13. März 1954. In der ersten Phase stürmten die Viet Minh-Regimenter ins konzentrierte französische Feuer, eroberten ein paar Außenstellungen. Dann verlegten sich die Soldaten General Jiaps auf Schanzen. Sie gruben sich bei Tage immer näher an den zentralen Befehlsstand des französischen Generals de Castres heran. Bei Nacht attackierten sie. Unter den 16.000 Soldaten des General de Castres kämpften vor allem die französischen Fallschirmjäger und die deutschen Fremdenlegionäre mit größter Bravour. Am Ende wurden sie dennoch von der todesmutigen Menschenlawine des Viet Minh erstickt. Die rote Fahne mit dem gelben Stern, das Emblem der asiatischen Revolution, wurde auf dem französischen Befehlsbunker gehisst. Die Überlebenden der Garnison von Dien Bien Phu, manche waren noch in der letzten Woche nachts mit dem Fallschirm in den heiß umkämpften Kessel abgesprungen, traten den Weg in die Gefangenschaft an. Die Festung Dien Bien Phu war verloren. Die Niederlage Frankreichs in ganz Indochina war jetzt nur noch eine Frage der Zeit. In dieser schwärzesten Stunde Frankreichs in Indochina bin ich nach Hanoi geeilt. Und dort im Delta des Roten Flusses wartete das französische Expeditionskorps auf den Todesstoß des Viet Minh. Es war höchste Zeit, dass der Waffenstillstand von Genf unterschrieben wurde. Und die Nacht dieses Waffenstillstandes habe ich irgendwo im Reisfeld verbracht. Es wurde buchstäblich bis zur letzten Minute aus allen Rohren geschossen. Und dann verabschiedete ich mich vom dortigen Oberst, fuhr zurück nach Hanoi und vorher sagte mir der Oberst noch, wir werden uns ja bald wiedersehen in Algerien. Und er hat recht behalten. In Genf wurde Vietnam in zwei Staaten geteilt und die Trennungslinie war der 17. Breitengrad. Eine Linie, die schicksalhaft werden sollte für den kommenden, für den amerikanischen Krieg. Praktisch war das Ende Frankreichs in Indochina. Aber die Franzosen haben ihren Abzug im Norden planmäßig in Phasen gestaltet. Sie haben sich mit Würde zurückgezogen und haben den Vietnamesen, die auf ihre Seite gefochten hatten oder die sich mit ihnen kompromittiert hatten, erlaubt, rechtzeitig nach Süden zu flüchten, sich abzusetzen. Und etwas anderes unterscheidet die Franzosen von den Amerikanern. Die Amerikaner denken an ihren Vietnamkrieg mit Wut und Rachegefühlen zurück. Das französische Offizierskorps hingegen hat jahrelang mit Wehmut und mit Sehnsucht an Indochina zurückgedacht und krankte am Mal Jaune, wie einer von ihnen schrieb, an der gelben Krankheit. Auf der Konferenz von Genf, die den Waffenstillstand mühselig vorbereitet hatte, offenbarte sich die gewaltige Gewichtsverlagerung in Asien. Der chinesische Außenminister Zhou Enlai war die Zentralfigur. Zur Überraschung der Franzosen wirkte er auf den vietnamesischen Verhandlungspartner Pham Van Dong mäßigend ein und drängte auf Akzeptierung einer Demarkationslinie am 17. Breitengrad. Auf französischer Seite hatte Ministerpräsident Pierre Mendès-France in der Stunde der größten Not eine breite nationale Koalition von den Sozialisten bis zu den Gaullisten zustande gebracht. Mendès-France
musste seinen Kopf hinhalten für einen Krieg, den andere eingebrockt hatten. Die französischen Soldaten und vor allem die französischen Offiziere waren in den Gefangenenlagern des Viet Minh einer intensiven Gehirnwäsche und massiver propagandistischer Schulung unterworfen worden. Sie entdeckten dabei die Kraft der Ideologie und die sogenannte psychologische Kriegführung, die sie später während des Algerienfeldzuges ohne Erfolg gegenüber den Maghrebinern zu praktizieren suchten. Im Oktober 1954 räumten die Franzosen die alte Kolonialhauptstadt Hanoi und das Delta des Roten Flusses. Der Rückzug und die Evakuierung vollzogen sich nach einem präzis ausgearbeiteten Stufenplan. Vor der Einschiffung seiner letzten Soldaten besuchte der französische Oberbefehlshaber in Tonkin, General Cogny, die Gräber der Gefallenen. Er nahm Abschied von den Toten Frankreichs und von einer knapp 100-jährigen Kolonialära, die angesichts der 3000-jährigen Geschichte Asiens wie eine kurze Episode erscheinen musste. General Giap kommentierte später die Ursachen des vietnamesischen Sieges und des französischen Scheiterns. Der massive Einmarsch der siegreichen Truppen Ho Chi Minhs war sorgfältig inszeniert worden. Der Jubel kannte keine Grenzen. In diesen Tagen nationaler und ideologischer Begeisterung wurde deutlich, dass die kommunistische, die Arbeiterpartei Nordvietnams, sich mit der Spaltung ihres Vaterlandes in zwei Hälften, nördlich und südlich des 17. Breitengrades, niemals abfinden würde. Die blau-weiß-rote Trikolore war der roten Flagge mit dem gelben Stern der asiatischen Volkserhebung gewichen. Der kleine vietnamesische Bo Doi trat stolz geschwellt die Wache vor dem eroberten Palast des französischen Generalgouverneurs an und träumte von neuen Siegen.